Hallöchen, ihr Lieben. So, es ist knapp eine Woche her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe und heute gibt es wieder so eine RuneStar Defense 5 Vlog-Folge. Ich bin mal gespannt. Ich habe noch ein bisschen an den Einstellungen rumgefummelt hier von der Aufnahmesoftware. Ich hoffe, die Qualität ist jetzt ein bisschen besser und dass das Ganze auch ein bisschen verträglicher ist, was die Leistung des PCs angeht. Momentan scheint es noch ganz gut. Ich kriege noch keine Warnmeldung von wegen hier reduzieren. Ich starte jetzt aber erstmal das Game, bevor ich dann anfange, so ein bisschen loszubabbeln, sonst wird das, glaube ich, ein bisschen heftig. Denn nehmen wir uns jetzt einfach hier die nächste mal vor, also die nächste Schwierigkeitsstufe, dass wir so ein bisschen Stück für Stück weiterkommen, damit wir so ein bisschen Let's Play-Feeling dabei auch haben. Kennt ihr ja schon und dementsprechend wir bleiben ruhig bei der alten Taktik und setzen hier mal einen Start Monkey hin, den wir auf Last direkt stellen diesmal und ganz machen wir ungefähr hier auch nochmal, auch diesmal auf Last und hier zwischen hauen wir einfach mal so, weil wir könnten den noch da oder da hinsetzen. Bin gerade am Überlegen. Ich denke aber, wir setzen den wirklich hier vorne hin, dass der erstens mal hier mit abfängt und dann hier nachher nochmal einen geraden Schuss rüber hat. Starten das Ganze jetzt mal wieder auf schnell und ich hoffe, dass das jetzt auch ein bisschen flüssiger läuft. Wie gesagt, bisschen rumgefummelt habe ich. Auf die richtig guten Aufnahmen und auch auf andere Spiele müsst ihr leider jetzt erstmal noch so ein paar Folgen verzichten. Grund dafür ist, ich muss halt wirklich erstmal schauen wegen dem Rechner, dass ich den ein bisschen aufrüste. Das ist aber momentan nicht so ganz drin, da ich halt auch ein bisschen Unruhe habe, wenn ich zu viel jetzt am Rechner rumfummel, dass da nachher irgendwas schief geht und ich meine Arbeit nicht nachgehen kann, das kann ich mir momentan einfach nicht leisten. Bei der aktuellen Auftragslage, die ist nämlich ziemlich heftig momentan und dementsprechend hoffe ich, können auch noch ein paar Tage darauf verzichten, bis ich zumindest noch mal ein paar Projekte wieder erledigt habe, dass ich bei Bedarf auch auf den anderen Rechner ausweichen könnte, beziehungsweise den eventuell auch vielleicht vorher etwas leiser bekomme. Dann hätte sich die ganze Sache sowieso schon erledigt. Dann würde ich nämlich drüben aufnehmen, einfach nur eine andere Tastatur mal dran klemmen, weil ich mag diese alten Tastaturen mit den großen Tasten, die mag ich einfach nicht. Da fühle ich mich irgendwie unwohl dran. Ich bin es einfach gewohnt, seit ich einen Laptop hatte, dass die Tasten schön schmal, also so flach und leicht zu drücken sind. Und ja, deswegen habe ich jetzt hier auch am PC immer so eine Slim-Tastatur mit entsprechend flachen Tasten. Was ich wohl noch mal ausprobieren möchte, ist auf Dauer eine, die ein bisschen leiser ist. Denn wenn es jetzt wirklich demnächst mal darum geht, ein Let's Code zu machen, auch eine Reaktion auf das letzte Video, fand ich übrigens sehr nett, da schon mal ein bisschen Reaktion kam. Wenn es dann darum geht, mal so ein Let's Code zu machen, wäre es, glaube ich, sehr unangenehm, wenn die Tastatur so mörderlaut da im Hintergrund immer klappert. Ich habe es leider auch schon öfters am Telefon mal gehört, wenn ich mit irgendjemandem telefonieren war und dabei halt noch ein bisschen gearbeitet habe, dass die dann immer gefragt haben, wen ich da gerade erschlage, weil das halt so einen mörderischen Anschlag hat alles. Mörderischen Anschlag, könnte man jetzt auch verwechseln. Gut, wir rüsten die jetzt einfach mal auf. Wir machen jetzt erstmal mit den Dart Monkeys so ein bisschen weiter und setzen dann, glaube ich, gleich einen Zauber ein. Jetzt spielen wir ja bis Medium diesmal. Das heißt, wir müssen uns auch ein bisschen darauf vorbereiten, mal mit stärkeren Zeppelinen zu kämpfen, also die Moabs und glaube ich. Muss ich nachher nochmal nachgucken. Lange nicht mehr gespielt. Halleluja. Aber ich meine, Zoomk wäre das und oder waren Zoomk die ganz großen? BFBs, genau. Moab und BFB. Der Zoomk ist, glaube ich, nur auf Hard hier und in Village, Monkey Village da, gibt es ja dann noch die. Was hatte ich noch? Na, ihr wisst schon, wenn ich meine, die komischen Grauen, die sind ja nochmal eine Nummer stärker. Irgendwie habe ich gerade den Faden verloren, was die Aneinanderreihung angeht. Moab, BFB, ZOMG und ED irgendwas, glaube ich, ne? Muss ich nochmal nachgucken. Ist ja jetzt auch erstmal wurscht. Wie gesagt, es soll sich jetzt hier nicht um reines Let's Play handeln, dementsprechend werden wir jetzt auch noch mal eben hier oben rüsten und zwar machen wir das bei dem
kommt hier erstmal nur ein Getarnter, das heißt, es reicht erstmal auch, wenn wir nur einen aufrüsten. Und dann werden wir gleich mal den Zauberer, denke ich, dazu nehmen. Weil der so ein bisschen beides kann, beziehungsweise der Boomerang könnte auch, aber dafür brauchen wir dann erstmal noch ein riesengroßes Update, das wäre also blöd. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Vorbereitungen sind auf jeden Fall getroffen. Ich habe so ein bisschen Plan, was ich machen will in Sachen Aufrüsten vom PC, dass demnächst auch die Videos ein bisschen anders kommen. Habe auch schon einzelne Pläne für so ein paar Tutorials mir wieder gesetzt. War heute auch schon am Überlegen, ein Tutorial aufzunehmen, anstatt jetzt hier so eine Vlog-Let's Play-Folge. Bin dann aber doch eher darauf zurückgegangen, da ich, was das Tutorial angeht, erst noch so ein paar Vorbereitungen treffen mag, bevor ich da jetzt so stundenlang reinkasper und das nichts gibt. Denn so viel Zeit ist momentan einfach nicht über, deswegen werde ich auch jetzt wieder nur eine Folge aufnehmen. Die nächste Folge wird dann auch ein paar Tage dauern, denke ich. Ich werde, glaube ich, also wir haben jetzt heute Freitag, ich glaube nicht, dass ich vor Montag oder Dienstag dann wieder drankomme, weil ich am Wochenende jetzt auch mal gucken muss, ein bisschen abzuschalten. Hab innerhalb von den letzten Tagen nicht wirklich viel Schlaf abbekommen und innerhalb von 2 Tagen da teilweise über 30 Stunden gekloppt. Das war schon eine Nummer, die ist ziemlich heftig momentan. Muss aber leider auch sein, da viele Projekte anstehen. Dementsprechend gibt es jetzt erstmal wirklich nur ein, zwei Folgen die Woche und wenn es dann ein bisschen ruhiger geworden ist, dann können wir auch mal wieder mehr in Angriff nehmen. Denn was passiert da? Was ich letzte Woche schon erwähnt habe, ist gut einfach verdammt gut. Ich glaube, den stellen wir unten hin, weil wenn. Coole Aussage. Nein, für den Fall, dass nämlich gleich die Elite Bloons, also die gepanzerten, kommen, sehe ich unten mehr Sinn da drin. Den machen wir aber auch direkt mal mit auf ihr Zauberhütchen, damit er dann auch gleich die Getarnten sehen kann. Und ich muss sagen, bis jetzt scheint es echt flüssiger zu laufen, wo ich die Aufnahme ein bisschen umgestellt habe. Ich bin nur mal gespannt, wie die Qualität drunter leidet. Was die Codierung angeht, da müssen wir dann einfach mal schauen, ein bisschen abwarten. Kriegen wir aber mit den Videos jetzt raus, was ganz gut fürs Aufnehmen ist, beziehungsweise später fürs Stream. Aber ich denke mal, Stream werde ich wirklich erst dann angehen. Da freue ich mich aber auch schon drauf. Wenn es umgeht, dass eine neue Grafikkarte hier eingebaut ist, dass die Leistung einfach besser ist, denn so an sich ist der Rechner gut. Ich habe nochmal geguckt, also was RAM und so angeht, ist alles kein Thema. Das Einzige ist wirklich halt, dass der Grafikchip onboard sitzt und das ist Katastrophe, gerade weil ich mit 2 Monitoren arbeite und da dann doch sehr viel Power immer drauf geht. Also ich merke, dass sobald irgendwie Flash und irgendein anderes Grafikprogramm auf dem anderen Monitor läuft, geht alles ziemlich in die Knie. Und deshalb lieber dann mal wirklich eine Grafikkarte, die einen eigenen Chip drin hat, die einen eigenen RAM drin hat, wo dann alles so ein bisschen extern gelagert wird, quasi nicht mehr von der Haupt-CPU aus. Sollte das gehen. Sollte sich unter euch auch so ein kleiner Hardware-Spezialist da befinden, der darf mich auch gerne mal anschreiben und mir ein paar Tipps geben. Meine Welt ist mehr die Software wie die Hardware. Auch wenn man als Programmierer, egal in welcher Situation, sobald irgendjemand aus dem Bekanntenkreis eine Frage hat mit PC, die kommen immer. Ich meine, es ist es auch irgendwo schön. Man kann ja auch durchaus gewisse Sachen sich durch den Job zusammenreimen und hat auch ein bisschen mehr vielleicht mit PCs zu tun, wodurch man die eine oder andere Sache auch weiß und dann so ein bisschen helfen kann, auch was dann auch immer ein schönes Gefühl ist. Aber oft muss man dann doch irgendwo sagen, falsche Abteilung und das den Leuten dann manchmal begreiflich zu machen, ist nicht immer einfach. Man meint es ja nicht böse, aber man kann nun mal nicht wirklich überall Wissen haben. Jetzt bin ich am Überlegen, machen wir uns das einfach. Ja, ich will ein bisschen drauf losbabbeln weiterhin. Also machen wir uns das einfach und setzen hier jetzt einfach mal so eine schöne Nail Factory quasi hin, Spike Factory. Und lassen das Ganze mal ein bisschen laufen. So, wir haben beim letzten Mal ein 40-Minuten-Video, glaube ich, gehabt. Was natürlich extrem lang war. Ah, klappt immer noch. Ein paar Tastenkombinationen kenne ich noch. Was natürlich extrem lang war. Ich hoffe, dass das Video jetzt mal ein bisschen kürzer wird. Dadurch, dass alles ein bisschen schneller rennt, sollte das auch kein Problem sein. Und
Da müssen wir einfach mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich habe übrigens die Tage auch mal wieder mit dem Tom. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere den noch kennt. The Tom Tommer. Gesprochen. Mit dem habe ich ja damals ein Together gemacht und er ist, glaube ich, auch nicht ganz abgeneigt dazu, mal wieder ein Together aufzunehmen. Was allerdings auch auf meiner To-Do-Liste nach der Grafikkarte steht. Sprich, wir werden da nächsten Monat wahrscheinlich mal, diesen Monat wird wahrscheinlich zu knapp, aber nächsten Monat nochmal genauer drüber sprechen können. Ich hoffe, dass das bis dahin gegessen ist mit der Grafikkarte. Da kommen jetzt auch die Gitarren ein bisschen mehr. Achso, stimmt, die Elite hatten wir ja auch schon hinter uns. Und da sind wir denn schon? 33, na, das läuft ja heute wirklich flüssig. Also, ich denke, die Folge wird dann auch nicht ganz so lang. Ist auch mal schön. So, jetzt erstmal einen Schluck. Prost. Ja, wisst ja, ohne einen leckeren Kaffee keine Schnittung. Ja, ansonsten, also stressige Woche bei mir. Wenig Schlaf, manchmal ein bisschen mürrig gewesen, glaube ich. Allerdings manchmal auch recht beflügelt, denn komischerweise, auch wenn ich manchmal nicht allzu viel schlafe, geht es mir dann relativ gut. Wenn ich dann allerdings mal so ein paar Tage dabei habe oder mal einen einzelnen Tag dabei habe, wo ich dann wirklich mal auf 6-7 Stunden komme, dann ist Hängen im Schacht. Hatte ich heute Morgen auch so ein bisschen das Gefühl, da die Nacht wieder relativ kurz war, aber es hat dann doch ganz gut geklappt. Nur bin ich heute noch nicht so ganz mit meiner Arbeit zufrieden, weil ich heute so alles gemacht habe. Muss da mal kicken. Wir sollten jetzt aber mal, das wird ja doch immer ein bisschen mehr, wie man sieht. Und die kommen jetzt wirklich mal zur Spike Factory. Das dürfte hier noch kein Problem sein, denke ich. Ich würde das Ganze aber doch ganz gerne vorne noch ein bisschen ausbremsen. Das ist hier Frage, nehmen wir Boomerang oder Ninja? Boomerang oder Ninja? Ich glaube, wir machen was ganz anderes und nehmen hier so einen Tech-Shooter. Nein, den mal schön hier oben hin. Dann kann er erstens hier so ein bisschen und dann hier drum rum noch. Und dann machen wir den einfach mal so ein bisschen größer. Und dann lassen wir den mal voll mit wegfetzen. Da müssen wir mal gucken. 4200, das ist natürlich schon eine Hauptnummer, aber es wird ja jetzt immer mehr Geld kommen. Den Tech-Shooter in dem Status an sich finde ich auch ganz praktisch, was die Morphs angeht. Und auch hier die mit den drei Schüssen sind natürlich auch ganz gut gegen Moabs. Weshalb ich den jetzt hier auch nochmal auf drei Stufen ausbauen werde. Ach komm, soll der Geiz. Und ja, das soweit dazu. Ich hatte mir, bevor ich die Aufnahme gestartet bin, eigentlich noch zwei, drei Fragen zurechtgelegt, die ich so ein bisschen in Angriff nehmen wollte. Aber wenn man hier so am Spiel sitzt, dann gehen die Gedanken manchmal so ein bisschen rum und dann ist alles vorbei. Fällt mir bestimmt noch ein im Laufe der Folge. Werden wir dann mal schauen. So. Ja, die Kommentare zum letzten Mal und auch die Anfragen, die da kamen. Zum letzten Video fand ich übrigens schon mal sehr cool wieder, dass die Folge so gut angesehen wurde. Also gut im Verhältnis für mich. Für andere YouTuber mag das mickrig sein oder witzlos, keine Ahnung, aber ich habe mich da echt gefreut, dass ich jetzt innerhalb von einer Woche schon, ich glaub, über 40 Aufrufe drauf hatte und auch Kommentare dabei waren. PNs dazu kamen. Hat mir persönlich sehr gut, nicht nur an dem Samstag, wo ich aufgenommen hatte, sondern auch danach war das so ein bisschen beflügelnd jetzt die Woche über. Einfach mal wieder zu merken, dass es euch da draußen Spaß macht, wenn ich hier so ein bisschen meinen Senf zu allem dazu gebe. So, würde mich dann also auch freuen, wenn ihr ruhig mal unter dieses Video dann ein bisschen was drunter schreibt, wenn ihr Fragen habt oder so. Oder wie gesagt, wenn ihr Tipps habt wegen Hardware, immer her damit. Ist da gefällt mir jetzt gar nicht. Da hauen wir jetzt mal hier die Notbremse rein. Sonst verlieren wir nämlich gleich ein Leben und da habe ich keine Lust drauf. Jetzt so aber noch nicht kritisch. Weiter geht's. Wir brauchen aber, glaube ich, noch ein bisschen mehr Power und dann werden wir jetzt mal diese Stelle, genau, da kommen nämlich die Fieslinge gerade schon wieder. Ich hab's geahnt. Sind aber relativ gut kaputt gegangen, dank unserer
Start, Freunde. Der Radius ist kleiner, als ich ihn in Erinnerung habe. Ich habe jetzt gedacht, der deckt so ein bisschen mehr ab, dass man dann auch ein bisschen wirklich mal zurückwerfen kann. Aber oh Gott, oh Graus, da habe ich mich geirrt. Welche Möglichkeit haben wir da noch? Nur die Village, glaube ich, ne? Den Radius auszubauen. Joa, scheint so. Machen wir da eine Village hin oder machen wir da keine Village hin? Könnten uns ja auch noch so einen Superaffen da irgendwo hinknallen. Der hat natürlich auch noch ein bisschen Radius dazu. Village ist natürlich im Verhältnis relativ günstig. Oh nö, wir setzen einfach noch einen dahin und dann geht das schon. Man muss flexibel sein. Außerdem spiele ich so gerne mit denen. Also lass mal die mal laufen. Ja. Was die Apps und alles angeht, wo ich momentan dran arbeite, das dauert leider noch. Also ich habe heute auch nochmal, heute Morgen um 4 Uhr so ein bisschen rumprobiert. Wegen Spielen. Hab jetzt auch die Tage. Genau das ist eine Sache, die kann ich mal so ein bisschen erzählen. Falls jemand unter euch ist, der auch so ein bisschen Bock auf Programmieren hat und alles. Deswegen kommen ja demnächst auch nochmal ein paar Let's Codes. Klingt komisch, ist aber so. Und zwar ist es standardmäßig nicht möglich, quasi JavaScript im Browser in einem geschlossenen Tab laufen zu lassen. Das heißt, wenn es um Flash geht zum Beispiel. Hier das Bloons, das ist auch ein Spiel, das ist mit Flash gemacht. Ich programmiere selbst auch schon mal ganz gerne mit Flash. Mittlerweile wird aber sehr viel in HTML5 und JavaScript halt. Also eigentlich mehr in JavaScript. Man nennt die Spiele aber HTML5-Spieler eher, mehr oder weniger. Weil die Technik dadurch so ein bisschen bekannter geworden ist, die da hintersteckt. Und jedenfalls ist es rein technisch normalerweise nicht wirklich machbar, diese Spiele in einem geschlossenen Tab laufen zu lassen, da JavaScript Single Thread ist. Das heißt, dass quasi das JavaScript im Browser in einem einzigen Prozess läuft und dort quasi wie in so einer Warteschlange die ganzen Befehle und alles, was abgearbeitet werden soll, vonstatten gehen. Anders ist das wiederum ein bisschen mit Node.js und alles. Da gibt es dann halt auch noch asynchrones JavaScript. Das ist wieder ein bisschen anders. Aber alles in allem ist JavaScript halt schon so, dass gewisse Befehle und Anfragen halt in so einer Art Kette stehen oder wie, ja, wie soll man sagen, wie in einem Zug. Und der Zug muss halt irgendwo durchfahren und Stück für Stück, jeder Sitzplatz wird quasi abgearbeitet. Sei jetzt mal hingestellt, ob eine synchrone oder asynchrone Funktion, dass quasi etwas. Oh, stopp, jetzt muss ich mal gerade kicken. Ich glaube, ich habe nämlich noch nicht so wirklich viel dahingestellt. Wir haben aber noch ein bisschen Kohle, haben wir noch. Ein bisschen Kohle haben wir noch. Machen wir ganz böse hier. Ich hoffe, das klappt. Nein, schade, den hätten wir noch gebraucht, damit er die zurückwirft. Ich glaube, wir könnten sterben. Aber wenn der jetzt hier genug zurückwirft, nisch. Ah, das sieht schon ganz gut aus. Ja, das sieht gut aus. So, dann hauen wir den noch rein und dann machen wir wieder Full Speed hier. Ah! Bin irgendwie, jetzt wo ich nicht mehr so viel gespielt habe, doch ein bisschen Panik. Panik. Ja, das ist. So, jedenfalls arbeitet das immer nacheinander und es ist halt so, dass wenn jetzt der Browser einen Tab geöffnet hat, wo JavaScript gebraucht wird, was bei fast jeder Webseite mittlerweile so ist, irgendwo ist immer JavaScript drin, dann wird alles andere, was im Hintergrund in den Tabs läuft, eigentlich hinten angestellt. Das wird also normalerweise nicht einfach verarbeitet. Dazu gibt es dann technisch gesehen die Möglichkeit, quasi wie so einen zweiten Prozess zu erstellen über einen Webworker. Das ist dann quasi wie ein zweiter Zug, der halt im Hintergrund auch noch laufen kann, obwohl man sich auf den ersten konzentriert, hat man daneben noch quasi einen laufen, der dann, in sich laufen, der dann seine Arbeiten übernimmt. Problematisch wird es dann aber trotzdem noch, wenn man an HTML5-Spiele mit JavaScript halt rangeht und zum Beispiel jetzt mit, Komma war das, glaube ich. Ha, Komma funktioniert.
wenn es jetzt darum geht, dann in einem Canvas-Objekt, in der Webseite halt die ganzen Grafiken des Spiels zu rendern. Also jedes Spiel ist da quasi so, dass da immer wieder neue Bilder erzeugt werden, wie jetzt hier beim Flash auch. Die einzelnen Frames dann, kennt ihr ja FPS, die werden halt berechnet und entsprechend ist da halt Action. So, das Ganze kann aber nicht über diesen Webworker an sich vonstatten gehen, da der Webworker an sich nicht einfach so das DOM, also das Document Object Model, meine ich, hieß es, beeinflussen kann. Ich muss gerade mal gucken, das ist nämlich sonst wieder, dass ich so gar nicht reagiere. Aber es hat ganz gut geklappt. Auf jeden Fall kann der Browser dann zwar im Hintergrund das JavaScript ausführen, das JavaScript an sich kann aber die Berechnung der neuen Grafiken, die dargestellt werden sollten, ich hoffe, das war deutlich, also grammatikalisch korrekt, mit Grammatik habe ich nämlich nicht so, jedenfalls, das kann nicht passieren. Und da musste ich jetzt die Tage mir was einfallen lassen, dass trotz allem quasi im Hintergrund gewisse JavaScript-Prozesse passieren und das Spiel, wenn man dann wieder auf den Tab geht, wo das Spiel drin läuft, entsprechend an der richtigen Stelle weitermacht. Und dazu waren halt so dann ein paar komplizierte Operationen, ein Algorithmen, Prozeduren, wie man es halt bezeichnen möchte, einfach gesagt, ein paar bestimmte sehr komplizierte Vorgänge für mich nötig, um das alles so zu steuern, dass über einen Webworker im Hintergrund das JavaScript auf der eigentlichen Seite weiter betrieben wird, ohne aber die Grafiken, die für das Spiel nötig sind, in dem Moment zu rendern, sondern quasi nur alle anderen Prozesse, die halt mit dem Rendern nichts zu tun haben, trotzdem weiterlaufen zu lassen. Und das hat auch funktioniert und dementsprechend kann ich halt jetzt auch, genau wie es früher mit Flash war, also mit Flash kann ich das ohne Probleme machen, das ist auch sehr spannend immer. Man möchte aber heutzutage eher mit HTML5 arbeiten, damit es halt auch auf Tablets und Smartphones direkt läuft. Dementsprechend leider ein bisschen weg vom Flash. Finde ich persönlich ein bisschen schade, weil ich immer noch gern damit arbeite. Aber jetzt habe ich eben auch die Möglichkeit, dann trotzdem die Spiele so ein bisschen im Hintergrund laufen zu lassen. Und ja, das wollte ich euch eigentlich mal so ein bisschen erzählen. Auch wenn die meisten unter euch wahrscheinlich nichts davon verstanden haben werden. Wenn ihr dazu aber mal Fragen habt, und jetzt mache ich mir doch gerade ein bisschen Panik, dann würde ich mich natürlich freuen. Oh, wir haben Kohle ohne Ende. Wir haben Kohle ohne Ende, warum setzen wir die da nicht ein? Rem-tem-tem-tem. So, das sollte reichen. Weg, weiter. Ha! So viel Kohle haben, dann sollten wir doch einfach mal hier so ein bisschen was in Angriff nehmen. Aber das ist das halt, wenn man dann so ein bisschen losbabbelt. Dann vergisst man schon mal so ein bisschen das Let's Play dazu. Jetzt wisst ihr aber mal so ein bisschen, womit ich mich beruflich beschäftige. Wer dazu Fragen hat, einfach ab in die Kommentare. Und ich gucke dann, dass ich das alles auch ein bisschen mal in Ruhe beantworten kann. Jetzt bin ich mit meiner Konzentration immer noch irgendwo bei dem Spiel, weshalb ich wahrscheinlich auch alles so ein bisschen durcheinander erzählt habe. Ui. Usch. Hartnäckig. Ah, geht doch. Jedenfalls werde ich euch jetzt bei diesen Vlog-Videos immer so ein bisschen auch mal über mein Privatleben, mein berufliches Leben auf dem Laufenden halten, wen es interessiert. Und dann halt immer noch so ein bisschen das Let's Play damit reinbringen. Bisschen Tipps geben hier und da. Sofern ich dann halt mich noch an alles soweit erinnere. Und ich glaube, für die ganzen Ballons, die da kommen, wir haben ja doch noch ein paar Runden vor uns, machen wir jetzt mal hier noch so ein Boomerang-Äffchen hin, die sind immer ganz cool. So Massen geht. Kann man die mal ganz gut einsetzen. Ich könnte eigentlich auch einen Super-Aff mittlerweile hinsetzen, aber... Nö, ach, Moment, stopp, ich nehme doch mittlerweile nicht den. Hehe. Den setzen wir mal hier zwischen, weil mittlerweile weiß ich, dass der hier eigentlich auch ganz cool ist. Es ist nämlich so, den lassen wir auch auf First stehen, dass wenn der jetzt wirft, hier immer so die ganze Reihe durchgeht.
Und wenn man dann, ich sag mal, 5 Stück von denen hat und da quasi 5-mal hintereinander da so ein Shuriken da angeflogen kommt, dann kann das auch schon mal ganz viel wegbrennen, denn wir haben dann quasi rote Ebene, blaue Ebene, grüne Ebene, gelbe Ebene und pinke Ebene, die quasi bei 5 von den Dingern gleichzeitig immer weg wären. Der Reihe nach, und glaubt mir, das merkt man, gerade wenn es dann mal höhere Level geht, doch ziemlich gut. Jetzt hier mit dem Einzelnen, der nimmt immer nur eine Ebene weg. Merkt man auch schon, aber wenn man davon ein paar dann da stehen hat, sieht die ganze Sache noch ein bisschen flott aus. Deswegen baue ich die jetzt einfach mal hin, dann könnt ihr euch das so ein bisschen live angucken. So viel dann wieder zu dem Let's Play Part in diesem Video. Lassen wir auch auf First stehen, denn die sollen halt wirklich der Reihe nach gehen und nicht irgendwo auf den stärksten und die vordersten dann so ein bisschen durchlaufen lassen. Wäre, glaube ich, weniger effektiv, wie wenn man die nach vorne drauf stellt und dann hintereinander alles so ein bisschen wegfetzt. Den können wir jetzt gleich auch mal aufrüsten. Wird der nämlich noch ein bisschen stärker. Den Tornado an sich benutze ich immer ganz gerne. Aber so vorne an bringt ja nicht viel. Das würde mehr bringen, wenn wir den jetzt hier hinten hinsetzen würden. Dann würden nämlich auch die Ballons wieder so ein bisschen nach vorne geschubst werden. Und wenn die dann immer so hier übers Feld gehen, genau wie wenn die übers Feld jagen, dann ist das einfach um einiges effektiver, als wenn ich jetzt hingehen würde und das hier vorne machen würde. Deswegen hauen wir hier die Feuercontainer da rein und schmeckt dann besser. Muss ich auch mal gucken, wir sind doch zeitlich schon wieder weiter, als ich gedacht hätte, weil ich zwischendurch wahrscheinlich auch noch ein bisschen gepennt habe durch das ganze Gebabbel. Also vielleicht kommen wir doch wieder auf die 40 Minuten, müssen wir mal gucken. 7 Runden sind es jetzt noch. Alles in allem, wenn ich bedenke, dass wir beim letzten Mal 40 Minuten gebraucht haben für, ich glaube, 8 Runden weniger wie jetzt schon, dann dürften die Einstellungen, was die FPS und alles angeht, jetzt doch wesentlich besser sein. Und theoretisch sollte das Ganze jetzt auch wieder auf Klein HD laufen, also die 720p. Das könnte dann auch schon mal wieder ein bisschen angenehmer vom Video her sein. Zumal ich irgendwann auch die Webcam da ein bisschen mal auslassen möchte. Dazu kommen wir dann halt. Ah, ist schon ganz gut, dass wir den haben. Dazu kommen wir dann halt der neuen Grafik. Ansonsten neues Mikrofon und Hallschutz, das wird jetzt erstmal wirklich noch weiter hinten angestellt. Soundtechnisch denke ich, für YouTube geht das mit dem Mikrofon hier vielleicht manchmal ein bisschen zu leise. Dann sollte ich einfach mal üben, lauter zu sprechen, beziehungsweise mich dran zu gewöhnen. Machen wir das mal anders, weil ich habe jetzt keinen Bock, dass wir jetzt hier auf einmal drauf gehen. Dann nehmen wir doch hier mal so ein bisschen Kanonenfutter dazwischen. Schade, geht nicht. Mal so. Kommt ja nachher noch mal eins. Meine ich zumindest. Und wir müssen ja schon schauen, dass wir jetzt hier die auch ein bisschen in den Griff kriegen. Könnte hier noch mal zum Schuss kommen. Ansonsten der hier, aber man sieht auch, der Rest geht so ein bisschen weg und ja, das klappt doch ganz gut. So. Soundtechnisch denke ich, sollte die Qualität einigermaßen passen. Vielleicht hier und da ein bisschen Rauschen drin. Müssen wir nochmal im Auge behalten, beziehungsweise sollte ich mal ein bisschen im Auge behalten. Ansonsten muss ich halt wirklich nur darauf achten, mal laut ins Mikrofon reinzusprechen zwischendurch und nicht immer so zu nuscheln. Dann sollte das soweit auch funktionieren. Jo, jetzt geht's in die letzten Runden, liebe Freunde. Die lasse ich jetzt auch so ein bisschen durchflitzen. Denke ich, muss auch zu dem Spiel an sich nicht viel sagen. Wer ein paar von meinen anderen Videos gesehen hat, der kennt ja viele meiner Tricks oder sagen wir mal so meine Angewohnheiten, das, was ich gerne mache hier bei dem Spiel. Und der Rest entwickelt sich dann. Zum Nachspielen sollte so ein Video auch reichen, denn ich habe jetzt hier nichts Kompliziertes gemacht, auch nicht irgendwie mit Spikes massenhaft gearbeitet. Das wird später in den schwierigeren Leveln wahrscheinlich ein bisschen anders werden. Das ist dann nicht unbedingt nachvollziehbar. Und da wird es dann auch wieder ein bisschen mehr Kommentare dazu geben, was ich mache. Jetzt momentan ist eigentlich Basisaufbau.
denke ich zumindest. Wenn ihr das anders empfindet, ihr wisst ja, einfach mal unten reinschreiben. Was Streaming angeht, wie gesagt, was Streaming angeht, das möchte ich gerne ab dem, oh, ich habe vergessen, hier ist ja so eine schöne Runde, die ja alles auseinander nimmt. Was hier? Shit, kein Geld dafür. Ich glaube, wir gehen drauf. Tatsache. Das überleben wir nicht, oder? Boah, doch, wir überleben es. Oh, Asche auf mein Haupt. War ich nicht mehr drauf vorbereitet. Habe ich verpennt. Das heißt, wir gehen wirklich mal mit schmerzhaftem Lebensverlust dahin. Schauen wir mal, ob wir das jetzt ein bisschen besser verkraften. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Ah, da kommt aber doch... Nee, oder? Nein, es ist keiner mehr durchgekommen, immerhin. Mach mal so, weil der kann nämlich auch hier die Eingefrorenen direkt so ein bisschen ausbremsen. Ansonsten habe ich jetzt natürlich nicht darauf geachtet, wäre das noch eine coole Eigenschaft gewesen. Wird sich jetzt aber nicht lohnen, wenn die da alle drüber sind. Aber hier unser... So, der ist nämlich relativ schnell, macht dann viel kaputt. Wäre für die Runde auch besser gewesen, aber da habe ich mich ein bisschen überschlagen. So viel dann zum Basisaufbau, nicht wahr? So, ich glaube letzte Runde, nein, vorletzte. Jetzt wird es nochmal interessant. Also die Ballons, die fetzen natürlich hier mit dem Feuerring schon ganz gut weg. Allerdings wird der Feuerring für die Schiffe nicht so zur Belastung, wie eben wenn die ganzen Spikes geschossen werden, da die Spikes als einzelnes Projektil wohl zählen und der Feuerring an sich, glaube ich, auch nur als einen Schuss immer und man mit den Eck, also mit den Nägeln an sich dann teilweise drei Treffer hat, wo man sonst mit dem Feuerring nur einen Treffer hat. Das merkt man schon in der einen oder anderen Situation. So, jetzt sind wir in der letzten Runde. Da kommt dann am Ende nochmal so ein BFB. Das heißt, wir knallen jetzt hier auch nochmal einen hin, damit das BFB dann direkt kaputt geht, wenn es kommt. Und ja. Ansonsten wegen dem Streaming, das würde ich gerne nächsten Monat dann in Angriff nehmen. Da werde ich dann auf meinem Twitch-Kanal, Twitch TV und dann halt MePlayed Online. Wer schon mal reinschauen möchte, ich glaube, da sind noch ein paar Videos drin, aber... So an sich nicht allzu viel. Ich hatte es auch mal versucht bei YouTube, nur obwohl ich keinen Ton im Hintergrund hatte, kam da was von wegen GEMA und alles und das war mir dann ein bisschen zu blöd, deswegen bin ich nach Twitch und Hitbox gegangen. Bei Hitbox habe ich mich aber noch nicht richtig reingefunden, das war damals so die Zeit, wo ich dann doch wieder kurzfristig aufhören musste. Deswegen das Ganze jetzt erstmal über Twitch dann. Wer möchte, kann da dann gerne auch mal reinschauen. Nächsten Monat, ich werde mal gucken, wie man das so handhabt mit der Vorankündigung, wann es dann passiert, weil das teilweise ja bei mir relativ kurzfristig mal passiert. Der Marc kann mich da auch mal abonnieren. Dann gibt es, glaube ich, eine E-Mail. Ansonsten zwischendurch hier mal bei YouTube reinschauen. Ich werde es dann versuchen, mit kurzen Videos vorher mal kurzfristig allerdings anzukündigen. Das heißt, es kann sein, dass mittags ein Video reinkommt und abends dann irgendwie ein Stream kommt oder so. Müssen wir mal schauen. So, das Let's Play an sich hier ist durch. Wir haben hier mal wieder ein bisschen Kohle kassiert. Wir sind jetzt auch bei 33 Minuten wieder. Das heißt, das Ganze ist länger geworden, als ich gedacht habe, aber auch schneller als beim letzten Mal. Flüssiger vor allem und die Grafikqualität dürfte auch besser sein. Deswegen, ich hoffe, ihr seid zufrieden. Vielleicht gibt es auch mal einen Daumen hoch dafür, dass ihr merkt, dass ich mich wieder ein bisschen anstrenge und ein bisschen weiterkommen will hier mit dem YouTube-Programm. Und ja, ansonsten noch ein schönes Wochenende. Ich werde morgen erstmal zum Friseur, damit ich hier den Hut auch mal wieder abnehmen kann. Was ihr so macht, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann demnächst wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Bloons Tower Defense 5 zum Beispiel. Mit mir Played Online oder halt bei einem Let's Code. Bis dahin weiterhin viel Spaß auf YouTube und tschüss.